Was wir heute weitestgehend erleben, ist eine Verachtung des normalen Publikums. Wenn Sie heute manchen Zeitungsartikel lesen oder manchen Kommentar hören, auch was da in den Hauptnachrichtensendungen manchmal kommentiert wird, also das dumme Volk, was da montags demonstriert, die sind eben noch nicht so weit. Peter Hane war bei Fairtalk und hier hat er vor allem mal über den heutigen Journalismus gesprochen und Menschen, die wirklich Haltung zeigen. Schaut's euch an. Also was ich eben bedauere, wir haben, das klingt wieder so altväterlich, aber es war ja auch vor meiner Zeit. Gucken Sie mal alleine hier in Hamburg. Was hat es hier für journalistische Patriarchen gegeben? Die fand ich ja teilweise politisch ganz schrecklich. Also Henry Nann oder Augstein. Die hätten sich doch nichts bieten lassen. Das stimmt. Und heutzutage machen die sich einfach nur noch lächerlich. Vor allem, wenn man sich die Funksender anschaut. Die haben zwar auch ihre Ideologie gehabt, aber die war völlig unabhängig vom herrschenden System. Wir haben doch diese Leute gar nicht mehr. Das stimmt auch. Da hat er recht. Nämlich heute ist das genau die Ideologie, die auch die Regierung vertritt. Und deswegen kann ich immer sagen, wir brauchen Persönlichkeiten. Und wahrscheinlich sind heute die Persönlichkeiten da zu suchen, wo sie eben, wie gesagt, früher gar nicht vermutet worden. Da guckte alles zur Politik und zum Journalismus und zur Wissenschaft. Heute ist das der Taxifahrer mit gesundem Menschenverstand. Oder die Leute, die diffamiert werden, weil sie versuchen, genau die Fragen zu stellen, die nicht gestellt werden dürfen. Ja. Also das sind für mich, das sind Haltungsleute. Davor ziehe ich den Hut. Nicht so Haltungsjournalisten wie beim ARD, also hier auch der ARD-Vorsitzende, der Kai Gnifke, der ja selbst gesagt hat. Zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Das muss man sich mal vorstellen, dass der das einfach so auf der Bühne sagt und da quasi zugibt, dass sie überhaupt nicht ihrem Auftrag nachkam. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Eigentlich ist das ziemlich offensichtlich hier beim Monitor. Der AfD-Staat, Rechtsextreme an der Macht. Am Anfang schon so, dem deutschen Volke, wie bösartig. Oder ARD auch. AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Rechtsextreme. Das ist gerade mal 11 Tage alt. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die AfD den Grundfunk schaffen will. Also ein öffentlicher Rundfunk, der mit einem Zehntel der jetzigen Mittel auskommt. Und deshalb berichten die so, wie die berichten. Denn die wollen natürlich nicht 10% von dem Geld bekommen, das sie jetzt bekommen. Die wollen noch mehr Geld haben. Oder was habe ich dadurch, dass ich ja dann so viel publiziere? Ich habe ganze E-Mail-Archive oder dann Aktenordner voll mit Reaktionen, wo Leute aus ihrem eigenen Leben verzweifelt sagen, gebt uns doch, Journalismus war immer, gebt uns eine Stimme. Da kann man auch bei Statista eine Umfrage sehen. Hat Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien im vergangenen Jahr zugenommen oder abgenommen? Und da sieht man, der ganz große Teil sagt abgenommen, also über 60%. Gleich geblieben gerade mal so 30-40% und zugenommen. Da gibt es tatsächlich noch 5-10%, die da sagen, ja, die machen alles richtig. Und das ist gerade mal von letztem Jahr, diese Umfrage. Axel Springer, der hier in Hamburg Bild und Hör zu und alles gegründet hat, der hatte als oberstes Maxime, wir müssen unsere Leser lieben. Das muss man sich mal vorstellen, gerade bei der Bild-Zeitung heutzutage, die ja wirklich aus jeder kleinsten Mücke einen Elefant machen und alles aufgeplustert und überall die Meinung mit rein. Das ist eigentlich wirklich, die Bild-Zeitung ist am schlimmsten mit dem Spiegel. Und wir sind Dienstleister. Das heißt, wir bringen die Information, damit sich die Leute selber eine Meinung machen können. Ich weiß ja nicht, wie das vor 50 Jahren war bei der Bild-Zeitung, aber heutzutage, das kann man sich ja überhaupt nicht mehr durchlesen. Aber das klingt ein bisschen pathetisch. Wir müssen unsere Leute, Leser, lieben. Was wir heute weitestgehend erleben, ist eine Verachtung des normalen Publikums. Wenn Sie heute manchen Zeitungsartikel lesen oder manchen Kommentar hören, auch was da in den Hauptnachrichtensendungen manchmal kommentiert wird, das ist purer Zynismus. Ja, da gab es ja zum Beispiel diesen bekannten Kommentar beim ARD. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Ich brauche es jetzt nicht weiter zeigen, ihr erinnert euch bestimmt noch daran, aber das ist einfach die Höhe, dass man dafür Gebühren bezahlt und dann so ins Gesicht gespuckt bekommt.
ist eine Verachtung des normalen Volkes. Aber das ist ja nicht nur da so, das ist eben auch wieder in der Politik ganz stark zu beobachten, dass überhaupt das Verständnis oder die Empathie zum kleinen Mann fehlt. Ja, aber das ist so, wissen Sie, das habe ich immer gehasst, wenn dann so gesagt wird, die anderen sind noch nicht so weit. Also man, da gibt's ja dieses Schöne, also das ist ja nicht Holzhammer, sondern das ist ja fast schon philosophisch. Also da muss man jetzt Verständnis haben. Also das dumme Volk, was da montags demonstriert, die sind eben noch nicht so weit. Und das ist halt das, was mich auch ankotzt an solchen Kommentaren, wie zum Beispiel vom Wirt, der einen Brief geschrieben hat an seine Mitarbeiter, über 20.000 Mitarbeiter, dass sie die AfD nicht wählen sollen, weil diese Leute die Bürger scheinbar für komplett doof halten oder nicht in der Lage, ihre eigene Meinung zu bilden. Und das ist halt wirklich einfach für mich auch ein bisschen schockierend, was die sich rausnehmen. Das ist ja die größte Verachtung, die es überhaupt gibt. Oder sie sind pauschal alle rechts. Ja, das ist sowieso ein Witz. Also das ist der größte Witz dass überhaupt. Jetzt eine ja. Alice Schwarzer rechtsradikal ist oder Sarah Wagenknecht ist ja eigentlich auch rechtsradikal. Ja. Und das ist genau das Problem. Diese Leute haben Ewigkeiten dieses ganze linke Zeug gepusht und jetzt werden sie Opfer ihrer eigenen Taten. Das ist alles so unfassbar. Es steht eigentlich alles auf dem Kopf. Ja, aber wissen Sie, nehmen wir nur noch einmal Corona oder Sie können selbst Krieg nehmen. Da geht es erstmal um Wissenschaft, um Analyse und es ist völlig wurscht. Oder nehmen wir einen Bäcker. Ein Bäcker backt Brötchen. Da ist doch völlig wurscht, ob der Kommunist ist, Christ, ja. Buddhist, Atheist, Corona-Leugner. Ich will von dem anständige Brötchen. Punkt. Genau das macht einfach einen guten Job. Das ist genau das Schlimme bei den Schauspielern zum Beispiel, die sich für jede Kampagne der Bundesregierung hergeben, weil die auch am Steuerzahlertropf hängen. Man will das überhaupt nicht wissen. Man will sehen, dass die gute Filme machen oder so. Man will aber nicht deren politische Meinung wissen, die denen auch noch auferlegt wird. Ob ein Wissenschaftler welcher Richtung, der ist ja völlig wurscht. 1 und 1 ist 2. Es sei denn, ich habe die rassistische Mathematik und ändere selbst die wissenschaftlichen Prinzipien um. Und das haben wir ja inzwischen. Dass Leute, die, verstehen Sie, wenn ein Evolutionsbiologe, ich bin ja schlicht und glaube an die biblische Schöpfung. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Punkt. Jetzt kommt ein Evolutionsbiologe, der immer darüber gelacht hat und sagt, der blöde Hane glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat und wir glauben ja, dass das der Urknall war, finde ich ja immer das allertollste. Urknall heißt ja, dass eine Druckerei in die Luft fliegt und dann kommt alles wieder runter und ordnet sich zu Meyers Konversationslexikon. Also das wäre ja der Urknall. Aber jetzt kommen Evolutionsbiologen und sagen, also der Mensch ist Mann und Frau und sonst gar nichts. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir leben in einer Zeit, in der die Leute ja noch nicht mal mehr beantworten können, was eine Frau ist. Und das erinnert mich schon an den Film Idiocracy. Dass er sich anders empfindet oder was. Aber erstmal geht es ja um den Grundsatz. Das dürfen Sie heute nicht mehr sagen. Dann werden Sie von der Uni rausgeschmissen. Und dazu gab es ja gerade letzten Monat erst. Insgesamt 18.000 Euro muss der Bundesligist Bayer Leverkusen wegen diskriminierenden, unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zahlen, weil die gesagt haben, es gibt nur 2 Geschlechter, die hatten so einen Banner. Das gibt's doch überhaupt nicht mehr. Sie dürfen biologische Wahrheiten nicht mehr sagen. Damit will ich nur an einem Beispiel deutlich machen. Es ist alles inzwischen Ideologie. Also dieser Satz, Freiburg, Universität, nur die Wahrheit macht frei, den haben wir verloren. Ich habe gerade gelesen, es heißt nicht mehr Hampelmann, sondern Hampelmensch. Ja. Auch schon. Ja. Ich habe euch das ganze Interview in der Beschreibung verlinkt, das geht fast 3 Stunden. Schaut auf jeden Fall rein, danke fürs Zuschauen und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ciao.